Ich würde ganz gerne auch den Minister noch mal fragen zu dem Thema, wie ist das mit der Verteidigung von Handelswegen? Also wenn ich richtig sehe, muss man hier ja auch noch mal differenzieren. Ich habe im Juni die Soldaten in Djibouti besucht und mich davon überzeugen können, das ist im Kern ein polizeilicher Einsatz. Also da wird kein Krieg geführt um Handelswege, definitiv nicht. Aber sowas wäre ja auch denkbar. Und die verteidigungspolitischen Richtlinien, auch das Weißbuch, sagen, wir haben ein nationales Interesse an freien Handelswegen. Halten Sie denn den Einsatz der Bundeswehr für die Freiheit von Handelswegen für verantwortbar? Kann man das überhaupt so allgemein sagen? Zwei Punkte dazu, zu dem, was Herr Enns gesagt hat zuerst und dann zu dem. Die Wirklichkeit, die ich wahrnehme, ist genau umgekehrt, wie Sie sie beschreiben. Nicht nämlich, dass wir immer das letzte Mittel sind und vorher alles irgendwie politisch ausgeschöpft ist, sondern dass wir da sind, weil anderes nicht machen, die eigentlich zuständig sind. Auf Atalanta komme ich gleich, aber was findet im Kosovo statt? Im Kosovo sind Soldaten der NATO unter Führung, mit einer führenden Rolle der Deutschen, dabei Polizeiarbeit zu machen. Die Bundeswehr hat Wasserwerfer angeschafft. Die Bundeswehr übt Riot Control, das nichts weiter ist als Umgang mit Demonstranten. Die Bundeswehr macht dort etwas, wenn sie das im Innern täte, wäre das grob verfassungswidrig. Das machen wir nicht gerne. Warum machen wir das eigentlich? Weil es verdammt nochmal die politische Klasse nicht hinbringt, da Polizisten hinzuschicken, die das machen. So, wer ist denn die politische Klasse? Sie reden jetzt gerade mit dem Verteidigungsminister, wir reden über den Einsatz des Soldatischen. So, mir hat mal der französische UNO-Botschafter gesagt, man kriegt heute leichter 2 Bataillone in die Welt als 20 Richter. Und das ist exakt meine Erfahrung. Das heißt, wir sind sozusagen Lückenbüßer geworden für Dinge, die andere machen sollten und werden dafür noch gescholten. Ja, das ist auch so, meine Wahrnehmung. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das geht natürlich überhaupt nicht. So, jetzt, dann kriegen Sie die ethische Legitimation für sowas natürlich dann auch schwer. So, wir machen das. Wenn wir nämlich weggingen aus dem Kosovo und diese Polizeiarbeit nicht machen würden, dann hätten wir Zustände, die niemand will in Europa. So. Das mal das Erste. Wenn also gesagt wird, vernetzte Sicherheit heißt in Wahrheit Militarisierung von Außen- und Sicherheitspolitik, dann wird umgekehrt ein Schuh draus. Wir möchten uns gerne lieber auf den Kernbereich dessen zurückziehen, was eigentlich unser Auftrag ist. Allein, es geht nicht, weil anderswo sozusagen andere Politikbereiche sagen, macht ihr mal lieber. Und das Ähnliches gilt für die Piratenbekämpfung. Der Auftrag von Atalanta ist ja nicht in erster Linie die Marine zu schützen, sondern die Schiffe der Welthungerhilfe so zu beschützen, dass sie doch ankommen. Das gelingt zu 100%. So, gleichwohl wären wir dann auch andere Angriffe von Piraten auf andere Schiffe ab. Die sind ja auch nicht, ich weiß gar nicht, ob die angemalt sind, UNO oder nicht. Wahrscheinlich ist das ein Frachter, in dem einen ist Getreide und im anderen ist irgendwas anderes. Und das halte ich für verantwortbar, um den Ausdruck mal zu nehmen. Aber die Räder haben mehr gefordert. Die Räder haben gesagt, wir haben ein Problem mit unseren Schiffen, Klammer auf, die wir vorher ausgeflaggt haben, zu 90%, Klammer zu. Und jetzt verlangen wir, dass die Bundeswehr oder die Bundespolizei Schiffe darauf schickt, um unser Eigentum zu schützen. Sie werden sich erinnern, dass ich das sowohl als Innenminister wie als Verteidigungsminister striktissimi abgelehnt habe. Wir sind nicht ein exekutiver Vollstrecker von Wirtschaftsinteressen einzelner Unternehmen. Das ist eindeutig. Dass aber natürlich die Sicherheit von Handelswegen, dass möglicherweise die Versorgung mit Wasser, dass möglicherweise die Destabilisierung in der Mitte Afrikas zu Unsicherheiten führt, die auch sicherheitspolitische Auswirkungen haben. Und dass da auch unter bestimmten Umständen immer als Teil eines gesamtpolitischen Konzeptes auch gegebenenfalls eine Rolle für Soldaten ist, das glaube ich allerdings schon. Also
Entweder lernen wir und haben gelernt, dass Sicherheit mehr ist als nur, stehen sich zwei gegenüber mit einer Waffe. Dass Bildung, dass Armut, dass Religion, dass Geschlechterungerechtigkeit und so weiter, dass das etwas ist, was Sicherheitsauswirkungen haben kann. Wenn das so ist, dann kann man nicht sagen, es gibt eine umfassende Analyse, es gibt auch einen umfassenden Ansatz, aber das Militärische grenzen wir aus. Sondern dann kann das Militärische einen Beitrag, nie den möglichst dominierenden haben. Letzter Punkt, ich will Afghanistan vielleicht unter dem Gesichtspunkt gar nicht aufmachen. Aber glauben Sie mal, dass wir als sozusagen diejenigen, die den Sicherheitsteil haben, uns große Mühe geben, die Sicherheit unter ein irgendwie geartetes, halbwegs funktionierendes afghanisches Gesicht zu bringen. Und dass wir am meisten darunter leiden, dass die eigentlichen Rückschritte nicht in dem Sicherheitsbereich sind und die wenigsten Fortschritte dort nicht eintreten. Dort, sage ich mal, haben wir die meisten Fortschritte, sondern in dem politischen Teil. Und deswegen möchte ich auch nicht dafür kritisiert werden, das heißt, der Afghanistan-Einsatz sei gescheitert, wo der Sicherheitsbereich der ist, der am besten funktioniert. Nun sage ich das ohne Vorwurf an andere Politikfelder, das ist natürlich ein bisschen kompliziert mit Afghanistan und Pakistan, aber ich möchte nicht, dass Soldaten dafür gescholten werden, wenn da etwas funktioniert, Problem eines denkbaren Scheiterns, aber im Nicht-Militärischen liegt. Nun sitzen die anderen Kabinettsmitglieder nicht mit am Tisch. Im Grunde haben wir jetzt Fragen entwickelt, die sich an andere Ressourcenrenten wenden würden. Da stellt sich aber doch... Ich finde Piraten zu verurteilen. Ja, dort oder hier oder sonst wo, aber nicht zwei Jahre lang irgendwo vor ein deutsches Gericht zu stellen. Da müssen wir nicht nur Ressourcenmitglieder an den Tisch holen, sondern auch noch die internationalen Gremien, Herr Dutzmann. Also in den verteidigungspolitischen Richtlinien firmiert die Freiheit der Handelswege unter nationalen Interessen. Sie haben jetzt gerade das deutlich nochmal erweitert und haben gesagt, naja, wenn da Wasser transportiert werden muss, notwendiges Material oder Nahrungsmittel. So, das heißt, wir müssen doch nochmal insgesamt auf den Sicherheitsbegriff gucken. Und ich bin der Auffassung, dass sowohl im Weißbuch als auch in den verteidigungspolitischen Richtlinien der Sicherheitsbegriff arg verengt ist. Nämlich im Sinne von nationaler Sicherheit. Die Frage ist, kann man überhaupt noch so gucken oder müssen wir nicht am Ende dann wirklich mit den Vereinten Nationen den Begriff der menschlichen Sicherheit weiterentwickeln und eben gucken und sagen, es kommt darauf an, dass Menschen, und zwar am Ende jeder Mensch auf dieser Welt, sicher sein kann vor Not und Gefahr. So, dann sehen wir das natürlich nochmal anders, dann verschiebt sich die Perspektive. Und ich glaube, das müssen wir auch tun. Also, welche Sicherheit meinen wir? Darf ich mal eine Frage stellen? Man unterstellt, der Iran würde die Straße von Hormuz sperren, aus irgendwelchen Gründen. Das hatte ich befürchtet, dass Sie... Und wir schicken im Rahmen eines internationalen Mandats Minensuchboote dahin. Die sollen nicht schießen, aber müssen sich gegebenenfalls verteidigen, um diese Minen zu räumen, damit die Handelswege wieder funktionieren und der Ölpreis sinkt. Erlaubt oder nicht? Ich habe es befürchtet, dass Sie mir... Nicht erlaubt, da bin ich anderer Meinung. Ich habe es befürchtet, dass Sie mir die Frage stellen. Ich habe mir in der Tat in den letzten Tagen sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, weil Atalanta, glaube ich, relativ einfach ist und das ist genau der schwierigere Fall, weil man ja, Sie sagen nicht erlaubt, aber letztendlich muss man natürlich noch mal gucken, was die Auswirkungen der Schließung der Straße von Hormuz sind. Also wo sind dann die Toten, die wir möglicherweise nicht sehen? Die Frage muss man stellen. Die Frage, die der Minister aufwirft, ist ja berechtigt und ich bin froh, dass Sie das so gesagt haben und nicht einer von uns hier, von den Theologen, zu sagen, die Militärs halten eigentlich ständig die Birne hin für die Versäumnisse der Politik. Und das ist ja Teil von Politik, also wollen wir nicht so, die Politik beschimpfen. Ja, aber so stellt sich das doch andere dar. Andere Politikfelder. Und es ist, also in den Gesprächen, die ich mit Soldaten führe, versuche ich immer auch deutlich zu machen, bei allem, was ich sage, es richtet sich nicht gegen den Soldaten an sich, es richtet sich auch nicht gegen seine Überzeugung und schon gar nicht gegen seine Einsatzbereitschaft. Die schätze ich, die respektiere ich, großen Respekt davor. Verantwortlich sind die Politiker. Die entscheiden, wo und wann dieses Leben aufs Spiel gesetzt wird. Und da wird es eben schwierig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir immer mehr dahin kommen, auch in Deutschland, auch in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, das Militär dort einzusetzen, wo es gerade nicht eine konstruktive Rolle spielen kann.
Und ich möchte dafür plädieren, dass man viel stärker, wenn man diese ganzen großen Worte von Responsibility to Protect entwickelt und Konzepte entwickelt, dann entsprechend auch im politischen, internationalen Bereich nachhaltig dafür sorgt, dass die entsprechenden Kräfte dann auch entwickelt werden. Internationale Polizei ist etwas, was jeder Politiker abwinkt und sagt, kriegst du nie durch, wird nie was werden. Dann schicken wir lieber unsere eigenen Soldaten irgendwo hin und riskieren das Leben. So kann doch Politik nicht funktionieren. Mir ist das zu eng geführt, mir ist es zu riskant und ich möchte nicht, dass das Leben unserer Soldaten so aufs Spiel gesetzt wird. Wie kriegen wir also... In vielem stimme ich dem zu. Allerdings muss man mal sagen, die Polizisten, die das dann machen, sind vielleicht auch gefährdet. Also dann, die sind auch gefährdet. So, ja, also allein von wegen, da dürfen wir nicht Soldaten gefährden und gefährden stattdessen Polizisten. So einfach kommen sie mir auch nicht sozusagen nach Hause. Aber wenn wir die Aufgaben so beschreiben, wie wir sie beschreiben und so vorsichtig, wie Sie sie auch beschreiben, was ich sehr schätze, Sie sind ja in Ihrem Vortrag sind Sie äußerst vorsichtig vorgegangen, haben nicht zuerst gesagt, wir wollen da die freien Handelswege sichern oder sowas, sondern haben gesagt, hier, das ist ganz diffizil, es ist juristisch diffizil, es ist politisch hochdiffizil, das ist ein ganz enger Grat, den wir da gehen. Und dann kommt heraus, eigentlich geht es um Polizeieinsätze. Und was wir hinschicken, sind Menschen, die militärisch trainiert sind. Ich will jetzt nicht da ins Detail gehen, wie Soldaten ausgebildet sein müssten, aber ich stelle mir vor, dass dann auch tatsächlich in diesem Sinne eines Polizeieinsatzes viel stärker Gewalt deeskalierend ausgebildet sein müsste, viel weniger Waffen im Spiel sein müssten und viel stärker noch diese Zurücknahme und das Setzen auf Vertrauensbildung, um glaubwürdig diese Politik tatsächlich zu vertreten zu können. Die Glaubwürdigkeit wäre mir dabei das Allerwichtigste, denn ohne das wird es nicht gehen und die geht dabei verloren. Also glauben Sie mal, dass Soldaten, ich nehme das mal in Anspruch für deutsche Soldaten, genau wissen, was eskaliert und deeskaliert. Im Kosovo hat mir einer unserer Kommandeure gesagt, unsere Soldaten machen Wirtschaftsförderung, weil die einzigen, denen zugetraut wird, glaubwürdig Wirtschaftsförderung zu machen, ist KFOR. Nicht die EU, nicht die Regierung, sonst wer. Das macht mich traurig und froh zugleich. Traurig, weil es... Und jetzt zu sagen, doch lassen wir das eben, soll doch die andere Politik sehen. So einfach kann man sich es eben nicht machen. Oder das zweite Thema, natürlich machen wir Projekte der zivil-militärischen Zusammenarbeit auch in Afghanistan. Jetzt könnte man sagen, naja, was soll das eigentlich? Es soll doch die Abteilung Nibel vergeben, BMZ. Aber manchmal ist gerade militärisch, gerade aus Gründen der Deeskalation, zur Vertrauensbildung mit dem Gouverneur, mit den lokalen Stammesältesten und so weiter, auch nicht schlecht, wenn man Geld mitbringt für eine Schule. Und wenn das ein Soldat macht und bringt das Geld für die Schule, ist das in manchen Gegenden der Welt wirksamer, als wenn ein NGO kommt. Und das ist nicht unsere Kernaufgabe. Ich möchte, also deswegen, wir machen das aber, weil es auch in dem Sinne des klugen und deeskalierenden und politisch mitbedenkenden Verhaltens gut und richtig ist. Deswegen würde man allerdings nicht hingehen in ein Land. Wenn man da aber ist, dann muss das ganze Spektrum von, wie wir das nennen, schützen, helfen und kämpfen, möglicherweise in einer Person gegebenenfalls angewendet werden. Da können wir nicht dann sagen, naja, das muss eben ein Polizist machen, das muss die KfW machen, die ist jetzt nicht da, da macht es niemand. So ist unser Verantwortungsbegriff nicht, wie gesagt, nur wir wollen dafür nicht getadelt werden und in der Tat sollten wir nicht deswegen irgendwo hingehen. Wie können Sie dafür sorgen, dass diese Form der Zusammenarbeit auf andere Füße gestellt werden? Sie sind offenkundig damit unzufrieden. Wie kann man diese Form der Zusammenarbeit verbessern, dass eben Ihre Soldaten, wie Sie sagen, nicht die Lückenbüßer sind oder Aufgaben übernehmen, für die sie eigentlich nicht gemacht sind und diejenigen ins Feld geführt werden, um jetzt mal so einen militärischen Ausdruck zu benutzen, die da aus Ihrer Sicht eigentlich hingehören? Indem ich das jetzt nicht so bei Veranstaltungen wie hier heute erzähle, sondern auch in unseren Runden. Immerhin hat die Europäische Union seit einem halben oder Jahr angefangen, einen vernetzten Ansatz in Somalia mal zu machen, mit Staatenbildung, mit Strafverfolgung, mit all dem. Das hat sozusagen das ist auch nicht leicht zu lösen, ist ja klar. Aber das hat irgendwie 4-5 Jahre angefangen, nachdem wir da Piraten bekämpfen. Oder die Bundesregierung arbeitet in Afghanistan inzwischen seit einigen Jahren
sehr viel vernetzter, als früher das der Fall war. Im Kosovo habe ich das beklagt, da das eine ist NATO, das andere ist EU, das funktioniert nicht richtig. Das beklage ich auch, arbeite in entsprechenden Gremien dafür. Die Leitlinien, die angesprochenen, sind ein Ansatz, dass wir da vernetzter irgendwie arbeiten. Mein Punkt ist nur der, wie gesagt, ich möchte nicht zwei Rollen haben. Erstens, dass wir beschimpft werden, dass wir es machen. Und wenn wir da und dann sozusagen für etwas beschimpft werden, was eigentlich nicht unser Job ist, weil den keiner aber anderes machen will. Herr Dutzmann.